Herzlich willkommen zum Friday Night Talk, der sich um den Vorstand des Deutschen Astrologenverbandes dreht. Wir sind nämlich heute hier zusammen mit dem gesamten Vorstand außer dem ersten Vorsitzenden. Und das sozusagen ist aus dem Gedanken heraus, dass man den ersten Vorsitzenden häufig schon mal eben sozusagen wahrnimmt. Ne? So, er wird interviewt und er interviewt auch selber die Leute und so. Und es gibt aber ein engeres Team, eben den Vorstand hinter ihm, mit ihm, der eben auch den Deutschen Astrologenverband sehr, sehr bestimmt. Und da habe ich heute hier diese vier illustren Gäste um mich geschart. Mein Name ist Axel Becker, ich bin geprüfter Astrologe DAV, aber sonst sozusagen bin ich nur im Social Media Team vorhanden. Aber Wolfgang Steven zum Beispiel, der ist richtig gewählt. Der ist nämlich der zweite Vorsitzende vom Deutschen Astrologenverband. Kirsten Jolitz ist die Schatzmeisterin. Claudia Schulz ist für Organisation und Verwaltung zuständig und Franziska Engel ist für Social Media zuständig. Ja, und Die aber alle gewählt sind. die aber alle gewählt sind, genau. Also das ist sozusagen jetzt wie bei Sesamstraße, ein Ding ist anders als die anderen. Ich bin nämlich der einzige Ungewählte hier. Alle anderen sozusagen haben in einer Mitgliederversammlung sozusagen die Stimmung, die Stimmen für sich versammeln können. So, ja, Mitgliederversammlung ist gleich das erste Stichwort. Da haben wir gerade eben eine Versammlung hinter uns. Und im Prinzip seid ihr von dieser Mitgliederversammlung alle wieder bestätigt worden, oder, Wolfgang? Nein, das ist nicht richtig. Wir standen ja nicht alle zur Wahl. Im Vorstand ist immer für 2 Jahre und eins über das andere Jahr sind eben andere Mitglieder des Vorstandes, die dann zur Wahl sich stellen. Ah, So okay. ist es, also dieses Mal ist der erste Vorsitzende wiedergewählt worden und meine Wenigkeit ist auch diesmal, stand auch diesmal zur Wahl und ich bin auch wieder gewählt worden und nächstes Jahr müssen sich dann Franziska, Kirsten und Claudia dieser Wahl stellen Ah und ja. Okay, ja, das ist ja schon mal sehen, dass sozusagen. sie eine Mehrheit finden. Die erste substanzielle Information, also für diejenigen, die den Verband noch überhaupt nicht kennen, wie ist das so organisiert? Also die Leute, die jetzt hier etwas beim Verband bekleiden, die sind auch sozusagen, haben sich zur Wahl gestellt. Seit wann bist du denn dabei, Wolfgang? Ich bin jetzt das erste Mal wiedergewählt worden, also bin jetzt 2 Jahre, hatte also 2 Jahre die erste Runde und jetzt ist die zweite Runde, in der ich gewählt wurde. Und es Okay. ist ja immer auch, das wollte ich auch noch sagen, eine geheime Wahl. Ne? Das ist nicht also Akklamation und wenn man nett lächelt, wird man gewählt, sondern es ist eine geheime Wahl. Aha, also ein bisschen Lächeln hilft natürlich, Das aber hilft immer. genau. Mir jedenfalls. Claudia, seit wann bist du denn für Organisation und Verwaltung zuständig? Seit 2014. Ha. Ja, ich bin also zum dritten, also schon dreimal gewählt worden, sozusagen. Und wie Wolfgang gesagt hat, nächstes Jahr wäre dann die nächste Runde. Okay, und wie würdest du deine Aufgabe im Verband sozusagen kurz umreißen? Was machst du für den Verband unter Organisation und Verwaltung? Naja, laut Satzung heißt es eben, Organisation und Verwaltung arbeitet mit der Geschäftsstelle zusammen, arbeitet mit der Schatzmeisterin zusammen, arbeitet mit an der Vorbereitung von Tagungen und Kongressen. In der Realität stimmt das auch alles, aber mein Hauptaufgabengebiet ist die Webseite. Und neben der Webseite eben oder mit der Webseite eben auch den Support, den technischen Support für die Mitglieder, wenn es da Fragen gibt und so. Also dann immer auch Kontakt zu den Mitgliedern, was sehr schön ist. Und auf der anderen Seite auch die Mitgestaltung des Newsletters, der allmonatlich erscheint. Ah ja, da ist ja auch jetzt gerade eben ein neuer erschienen. Also das Genau. heißt, hast du auch sozusagen mit deiner Arbeit ans Licht der Welt geschafft.
Das ist richtig, ja. Okay, wunderbar. Und Kirsten, seit wann bist du im Verband sozusagen an leitender Stelle tätig? Also ich bin 2019 zur Schriftführerin gewählt worden und als dann Birgit Lummer als Geschäftsstellensekretärin eingestellt worden ist, 2020, also zum 1.11.2020, da bin ich aber im Vorfeld auf der MV am 26. September 2020 zur Schatzmeisterin gewählt worden. Ah, sehr schön. Ja, man merkt schon, dass Zahlen sozusagen dir was bedeuten. Ne? Du hast die ganzen Daten jetzt schön geliefert. Als Schatzmeisterin sozusagen, ist man da so machtvoll wie ein Finanzminister in der Bundesregierung? Also hat man das letzte Wort bei Finanzfragen? Nein, leider nicht. Also ich gebe auf jeden Fall mein Statement, ne, und sage, die Finanzen sehen so und so aus und ja, ich sag mal, meistens sage ich, das Geld reicht nicht oder nicht in der Höhe. Und dann wird nach Mehrheit gegangen oder beziehungsweise der erste Vorsitzende hat immer das letzte Wort. Ne? Clemens ist also der Machtinhaber. Aber ich sag mal, nein, das ist alles insgesamt ein Agreement. Und wenn wir sagen, das ist eine notwendige Aufgabe oder Ausgabe, dann werden wir das auch bestreiten, auf jeden Fall. Also sozusagen, also es hat ja alles Strukturen, ne? So, es ist nicht, dass einer was entscheidet und dann wird es auf einmal gemacht, sondern eben ihr trefft euch auch immer und stimmt das miteinander ab und dann wird eben auch abgestimmt. Das ist, ja, genau, schön. Also keiner macht was ganz alleine, sondern wir sind wirklich ein enger Vorstand oder eine enge Vorstandsarbeit, die wir machen und das finde ich auch sehr gut. Ja, und auf der Mitgliederversammlung hat man ja auch gesehen, du hast dann den Finanzbericht zu erzählen, also wo dann eben wirklich alles in Tabellen aufgeschrieben ist, wo das Geld überall hingeht. Sehr schön. Genau. Franziska, du hast einen sehr neuen Bereich im Verband, Social Media. Das gab es vor dir noch nicht, oder? Das stimmt. Also ich bin neu im Vorstand, seit einem Jahr jetzt erst. Und dann bin ich auch noch neu im Vorstand mit einer komplett neuen Funktion, die es vorher nicht gab, als Social Media Beauftragte. Und was machst du da? Also sozusagen, wofür bist du zuständig und wohin gehen deine Planungen? Für das sehen wir heute Abend, wo sie für zuständig ist. Ja, ein Stück weit mit, genau. Also es gab vorher schon auch für den DRV, also für den Verband, eine Facebook-Seite. Die ist nicht neu durch mich, aber wir haben alle möglichen neuen Aktivitäten da entfaltet und unter anderem Facebook Live auch für uns entdeckt. Und Wolfgang und ich hatten da die erste Session. Wir haben uns da mal einfach wild sozusagen ins Ausprobieren gestürzt und haben dann beschlossen, ach prima, das machen wir weiter. Und dann hatte der Abend bald einen Titel namens Friday Night Talk und mittlerweile ist das so immer eine Veranstaltung, die regelmäßig stattfindet. Und mittlerweile ist das Social-Media-Team auch gewachsen, ja nicht zuletzt durch dich, Axel. Mhm. Und da passiert so einiges. Ich finde es richtig super. Das Ziel ist, den Verband einfach auch auf diesen Kanälen weiter bekannter zu machen. Es gibt viele Astrologen, viele Astrologinnen, Astrologie-Interessierte da draußen, die möchten wir gerne erreichen. Ja, und vor allen Dingen, die werden auch jünger. Das ist, ich sehe das ja auch in meiner Ausbildung und so weiter, dass also das Durchschnittsalter der jetzt in den Kursen Anwesenden doch deutlich sinkt. Also ich habe sehr viele zwischen 30 und 35 und also das ist schon erfreulich und gerade Jüngere kann man nicht mehr mit Nachrichten über Faxgeräte und so weiter erreichen, ne? Nee, das ist ein gutes Ding, was du ansprichst, Wolfgang. Da ist nämlich auch schön, dass im Facebook, nein, im Social-Media-Team hat die Amelie jetzt gerade dafür gesorgt, dass es einen Instagram-Kanal ganz neu gibt. Also wenn man auf Instagram jetzt neuerdings Astrologenverband eingibt, dann findet man eine Instagram-Seite. Und man hört ja irgendwie, dass Instagram eben sozusagen eben mehr von jüngeren Leuten besucht wird, mehr als Facebook oder so. Wenn wir uns ganz verjüngen wollen, dann müssen wir auf TikTok umsteigen, oder? Ja. Haben wir bislang. Da macht man immer so, ne? Dum, dum, dum. Nein.
Was auch immer wir dafür tun müssen. Also wir probieren uns jetzt erstmal mit Instagram aus, mal gucken, wie gut wir da werden. Und Wolfgang, dann mach doch gerne bitte noch mehr Werbung für jüngere Mitglieder, also möglichst noch viel jünger, damit wir dann den TikTok-Kanal auch glaubwürdig bespielen können. Wolfgang, ja. Weil das Unterrichtsfach in der Schule ist, dann denke ich mal, kriegen wir deutlich jüngere. Wolfgang, als zweiter Vorsitzender, ne, also ich habe dich gesehen, wie du die Mitgliederversammlung geleitet hast, weil Clemens uns per Zoom zugeschaltet war. Sozusagen, das kann ich sozusagen wahrnehmen. Aha, natürlich eben, sozusagen, ne, wenn es etwas gibt, was es zu übernehmen gibt, dann ist der zweite Vorsitzende da. Aber gibt es irgendein sozusagen bestimmtes Tätigkeitsfeld für den zweiten Vorsitzenden im Deutschen Astrologenverband? Also nach der Satzung nicht. Da ist schon zweiter Vorsitzender schon an sich hinreichend dann wohl beschrieben. Nein, aber Spaß beiseite. Ich persönlich, mir liegt das Thema Ausbildung, Schulung, neue Mitglieder für den Verband zu gewinnen, sehr am Herzen. Und ich stehe auch auf der DAV-Internetseite als Ansprechpartner für, sage ich mal, Astrologie-Interessierte. Und ich bekomme auch eine ganze Reihe Anrufe, wo Leute fragen, wie sie an die Astrologie tiefer einsteigen könnten, oder wo man Kurse belegen kann. Und von daher ist das sehr erfreulich, dass man sich also stärker interessiert. Und wenn die jetzt also nochmal auch sehen, dass wir unser Angebot vielleicht auch noch ein bisschen optimieren, dann bin ich guter Hoffnung, dass wir sicher noch ein lebendigerer Verband werden. Hervorragend. Und wie war das bei dir, dieser Anfang? Also ich sage mal jetzt, wie kamst du zur Astrologie? Das ist ja die Frage, die du sozusagen in diesem Friday Night Talk als erster gestellt hast sozusagen. Jetzt wird sie dir selber... Genau, habe ich die anderen immer gefragt. Ja, es ist ein bisschen ein schleichender Prozess. Man kann es gar nicht an einem genauen Tag festmachen. Also bin ich morgens mal wach geworden, weil ich wusste, jetzt muss ich Astrologie machen. Ich habe mich immer schon für Astronomie interessiert, schon als Jugendlicher. Und ich habe auch noch eine humanistische Ausbildung mit Altgriechisch gelernt und habe da auch mich immer sehr für die Sagen interessiert. Und das ist ja dann auch sehr hilfreich in der Astrologie. Und dann war es so, dass einfach mal bei der Frau Damaris mal mit einem Buch kam von Fritz Riemann, Lebenshilfe Astrologie. Und da war ich so begeistert drüber, über dieses Buch. Und da sind wir dann mal, damals wohnten wir noch in Berlin, zu Markus Jehle gegangen, haben mal eine Beratung gebucht. Und dann war ich erstmal erstaunt, woher der alles weiß über mich. Das hatte gedacht, da hat ihm irgendjemand was geflüstert, aber das hat mich schon beeindruckt. Und da haben wir dann Kurse bei ihm gebucht. Und es, ja, aus anfänglicher Neugier ist wirklich dann eine richtige Begeisterung geworden. Hervorragend. Weißt du das, Claudia, weißt du das auch noch, wie du genau zur Astrologie kamst? Naja, bei mir war es, wie Wolfgang sagt, auch ein schleichender Prozess. Der fing in der Kindheit an damit, dass meine Eltern mit mir schon mal abends rausgegangen sind, bei klarem Himmel Sterne gucken. Und auch, sie haben mir auch die ersten kleinen Lektionen in Sachen Himmelsmechanik erteilt. Also wie entstehen Jahreszeiten, warum wird es Tag und Nacht und diese ganzen kleinen Dinge. Ich wusste natürlich auch mein Sternzeichen, klar, aber dann hat es viele, viele Jahre gedauert. Und ich hatte dann eine Freundin, die hat sich für den Mond interessiert. Es gab ja mal eine Zeit, wo du in keine Bücherei rein konntest, ohne dass da Mondbücher rumlagen. Und die war vom Sonnenzeichen her Krebs und sie wusste so ein bisschen, naja, der Mond, der hat mit dem Krebs zu tun und deswegen hat sie sich dafür interessiert. Und ich habe mir das dann auch so angeschaut und das hat sich so entwickelt. Mond, vom Mond kam man dann zu Kräutern, zu Heilsteinen, zu weisen Frauen, zu Hexen, dann Tarot, Pendeln, alles Mögliche. Und als Neptun sozusagen durch den Wassermann gewandert ist, hat er also sein Füllhorn über meinem Stellium ausgeschüttet. Und dann irgendwann hatte ich dann ein Astrologiebuch in der Hand.
und auch eine Bekannte, die sich mit dem Astrologen Peter Orban beschäftigt hat. Und diese Verbindung Psychologie, Astrologie fand ich unheimlich spannend. Habe dann alles gelesen von ihm, aber hinterher gemerkt, mir fehlt der rote Faden. Ich konnte nichts wirklich damit anfangen. Ich wollte gerne was Seriöses damit machen, ein ordentliches Fundament haben und bin dann mit Google auf die Suche gegangen. Und habe dann im Internet eben auch Ausbildungszentren, das DAV, gefunden und habe mir dann ja, sozusagen meine Ausbildung ausgesucht. Ne? Ja. Interessant, dass du sozusagen durch die Heilsteine zur Astrologie kamst. Bei mir war es umgekehrt. Also okay. Ich brauchte die Astrologie als Öffnerin sozusagen, ja, für die geistigen Prozesse und dann erst Heilsteine und Reiki und sowas. Okay. Kirsten, du bist ja auch Reiki-Meisterin. Sozusagen, was war in deinem Leben zuerst, die Astrologie oder Reiki? Die Astrologie, aber tatsächlich auch über meine Eltern. Da war ich 12 Jahre, da haben die Schule von der Frau Edith Wangemann in Wuppertal besucht. Die gehörte damals der Kosmoviosophischen Gesellschaft an. Und dann haben meine Eltern das gemacht. Mein Vater hat das bis er erblindet wurde, so bis 85 Jahren hat er Astrologie betrieben. Und das heißt, ich bin da so langsam rangekommen, habe dann immer wieder was durchgelesen, aber letztendlich erst so ab 2002 durch eine kleine Gruppe, richtig so als Lerngruppe an die Astrologie herangetreten und dann habe ich auch eine Ausbildung gemacht. Aber davor hatte ich dann schon meinen Reiki-Meister gemacht. Okay. Das war 2000, also von 1998 bis 2000 habe ich mich mit Reiki beschäftigt. Also das hatte ich eigentlich vor der eigentlichen Astrologie-Ausbildung oder Prüfung. Aber in Verbindung bin ich mit der Astrologie zuerst gekommen. Ja, dann kommst du sozusagen aus einer Astrologie-Dynastie schon, also wenn du es schon von deinen Eltern übernommen hast. Franziska, ja, kannst du das von dir auch sagen, dass du sozusagen aus einem schon astrologischen Elternhaus kamst? Nein, null, gar nicht. Also mindestens bis 2001 war ich der Auffassung, dass alles irgendwie Humbug, ne? Menschheit geteilt durch 12 und dann wissen wir Bescheid, was für ein Quatsch, kann ja nicht funktionieren. Und alle Annahmen oder alle Aussagen, die es über Zwillinge gab, meine Sonne ist ein Zeichen Zwillinge, ich bin also ein Zwilling, fand ich irgendwie Quatsch. Ja? Ich gedacht, das kann irgendwie nicht stimmen. Und dann habe ich ein Buch entdeckt, Bücherei, ja klar. Und das, was ich da gelesen habe, fand ich in vieler Hinsicht sehr plausibel. Damit war ich aber noch nicht weit, also das reichte mir ja auch noch nicht. Und dann bin ich irgendwann jemandem begegnet bei einem privaten bei einer privaten geselligen Veranstaltung. Und an dem Tag war dort auch eine Astrologin, bei der ich den Kurs belegt habe. Und seitdem hat es mich nicht wieder losgelassen. Das war seit 2004, 2005. Na, hervorragend. Und jetzt bist du ja im Astrologenverband und sozusagen, man kann ja nachlesen, was der Zweck des Astrologenverbandes ist, nicht so die Astrologie in seriöser Form bekannter zu machen. Gibt es irgendeinen Grund, im Verband zu sein, der weniger offensichtlich für uns ist, aber wo du sagst eben, ja, also das ist auf jeden Fall mein größter Spaß, mich mit Astrologen zusammenzutun? Das ist genau der Punkt, sich mit Astrologen zusammentun. Also hatte ich am Anfang nicht vermutet tatsächlich. Mein ursprüngliches Motiv war, also ich bin in den Verband eingetreten, als ich mich dazu entschieden habe, die Verbandsprüfung auch abzulegen. Und dann habe ich regelmäßig an den Kongressen teilgenommen, habe viele total klasse Kontakte getroffen und finde es einfach super, sich mit Kollegen zum Thema Astrologie auszutauschen, ohne die Hürde nehmen zu müssen, erstmal Leute davon zu überzeugen, dass das kein Quatsch ist. Das kennen wir alle, glaube ich. Ja, dann mal die Frage an alle offen gerichtet. Gibt es irgendetwas an der Vereins- und Verbandsarbeit, was euch überrascht hat? Also wo man sozusagen, wenn man von außen drauf guckt, nicht erwarten würde, dass es einen da drin erwartet?
Ich hatte ja nur gedacht, es geht um den Kongress. Aber es geht ja eigentlich um viel mehr, eben, dass wir die Mitglieder auf dem Laufenden halten. Wir haben also so ein Mitgliederforum, da kann Claudia noch mehr drüber erzählen. Da hast du also spezielle Informationen. Dann, dass wir also wirklich ja, uns als Astrologen eine Plattform geben können, wo man verstanden wird. Weil wenn ich manchmal so mit Freundinnen erzähle, ja, das Sonnenzeichen, okay, das kennen sie alle, aber wenn ich sage, nee, du bist eigentlich alles, ne, und wir müssen nur gucken, wie sich das verteilt oder wo da deine Fähigkeiten sind, ja, dann kommt schon wieder ein ganz anderes Interesse hervor, ne? Ja. Ja, über die Webseite und alles, was sozusagen der Verband anbietet, kann Claudia wahrscheinlich am allerbesten Auskunft geben, weil sie alles in mühevoller Kleinarbeit hineingegeben hat. Ist das der Fall, Claudia? Was meinst du genau, was der Fall ist? Na, dass du sozusagen eigentlich alle Inhalte der Webseite des Astrologenverbandes so richtig beurteilen kannst, weil du sie eben alle selber gestrickt hast, sozusagen. Ich habe sie nicht alle wirklich selber gestrickt. Nein, nein, so kann man das nicht sagen. Ich habe die Webseite ja nicht aufgebaut, sondern da haben ganz viele dran gestrickt. Die ganzen Inhalte, die Texte, die man auf der Webseite findet, die sind also nicht jetzt aus meinen Fingern gekommen, sondern aus vielen Fingern und aus vielen Köpfen. Das muss man ganz klar sagen. Was aus meinen Fingern kommt, das sind die Artikel, die jeden Monat im Newsletter erscheinen und dann eben auf der Webseite zu sehen sind, aber sie kommen auch nicht unbedingt aus meinem Kopf. Wie ist denn das genau? Also sozusagen jetzt ein Newsletter, wir kriegen den Newsletter und darin sind dann, ich sag mal, 8, 9 bis 12 Unterpunkte. Wie entsteht das? Naja, der Newsletter inhaltlich macht Clemens. Also genau, er gestaltet, das ist also den ganzen Text, das gestaltet er oder er bekommt eben auch von anderen Texte geschickt. Beispielsweise Bernhard Viergau schreibt oft etwas und das schickt er dann an Clemens und Clemens macht mit diesen Inhalten dann den Newsletter und schickt das dann zu mir. Und ich mache dann die entsprechenden Artikel für die Seite fertig, schaue auch nach Bildern, wenn keine vorhanden sind. Ja, und letzten Endes den Newsletter dann aufbauen und verschicken, das macht dann unsere Webdienstleisterin Rita Hilbrand. Also da sind letzten Endes mindestens 3 Leute dran beteiligt, aber eigentlich mehr, denn die Inhalte kommen ja dann auch noch von anderen, ja. Die Clemens dann eben sammelt. Ja, zusammenstellen. Ja, und Rita macht ja auch die ganzen Grafiken, nicht? Also auch die, sieht man sie? Ja, die Tasse, genau. Das ist von Rita, das ist von Rita. Ja. Sozusagen Ritas grafische. Das ist auch der Nachteil von einem Online-Kongress. Jetzt haben wir dieses Jahr keine Tasse hinzufügen können. Vielleicht brauchen wir dann nächstes Jahr eine Tasse und einen Motivteller zum an die, an die Wand legen oder so. Sehr gut, genau. Tasse und Untertasse. Ja, aber Untertasse, dann sieht man das ja nicht, wenn was draufsteht. Da finde ich Teller irgendwie doch praktischer. Hast du recht, ja. Teller ist gut. Teller ist gut. Hm? Sollten wir mal anregen. Okay, gib dir gerne weiter. Oder vielleicht ist ihr gerade dabei. Ja, einen Teil der Verbandsarbeit habe ich auch noch gesehen, Wolfgang, als ich deinen Namen im Internet gegoogelt habe, steht da drauf, dass du eine geplante Sache moderieren wirst im nächsten Jahr in Bonn, nämlich wo eben eine Überorganisation von deutschsprachigen Astrologenverbänden sich trifft. So, und also das fand ich eben auch noch wieder hervorragend zu sehen, was ich nicht wusste, bevor ich in den Verband gegangen bin, dass es eben den österreichischen und die schweizerischen Verbände gibt und dass es da eine richtige Organisation gibt, die alle diese Verbände sozusagen umschließt. Das ist richtig und wir hatten dieses Treffen schon, glaube ich, ja, das ist dieses Jahr und letztes Jahr ja ausgefallen. Von daher hatten wir es schon mal vor 4 Jahren oder vor 3 Jahren. Und da hatten wir auch ein spezielles Thema, wo sich diese Verbände alle dran beteiligt hatten. Nämlich damals hatten wir das Thema Astrologie und Religion.
wahnsinnig spannendes Thema. Und jetzt bei dem nächsten Meeting haben wir Astrologie und Medizin. Das wird dann Pfingsten wird es sein. Mhm. Nächstes Jahr Pfingsten. Sehr schön, sehr schön. Also ich denke, das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein. Ich finde es immer interessant, wenn so man mal so die Schnittstellen zwischen verschiedenen Disziplinen betrachtet und von verschiedenen Standpunkten aus dann Themen beleuchtet werden. Genau. Ist das öffentlich? Kann da jeder hingehen, Wolfgang? Oder ist das... Ja, da könnte jeder hingehen, ja. Also wie ein Kongress? Ja, wie ein Kongress, ja. Ihr macht unseren Kongress Konkurrenz. Das ist meistens ein kleiner Kongress. Aber ist trotzdem, ja. Mhm. Naja, cool. Und es wird auch dann, letztes Mal hat Rolf das auch aufgenommen und man konnte es auch in YouTube dann sich anschauen. Mhm. Cool. Und wird das online sein oder wird das Präsenz? Wisst ihr das schon? Das ist im Moment ist noch Präsenz geplant, aber man weiß ja nicht in diesen Zeiten, wie sich alles entwickelt. Ne? Jetzt müssen wir in die Glaskugel gucken. Ja. Ja. Das kriegen doch auch sowieso immer viele, dass wir alles aus der Zukunft sowieso schon sofort wissen. Ja, ja. Ja, ich denke aber, das ist ein wichtiger Punkt, Franziska. Und vorhin, Axel, hast du gefragt, was das so Sinn eines Verbandes. Ich denke, auch solche Vorurteile, dass man alles aus Kristallkugel liest und so weiter, damit aufzuräumen oder mal das richtig zu stellen, was überhaupt Astrologie ist, das denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt, der auch der Verband leisten kann. Auch was ich mir auch mal wichtig ist, dass mal dargestellt wird, selbst wenn man nichts von Astrologie hält, war ja Astrologie über Jahrtausende ein wichtiger Bestandteil der hier in der abendländischen Kultur. Und das sollte man nicht einfach unter den Tisch fallen lassen und das auch dann das entsprechend zu würdigen, finde ich auch wichtig. Ja, das ist auch ein Punkt, den habe ich bei Claudia gelesen in einem Facebook-Interview. Da hattest du mal gesagt, vielleicht wäre es sinnvoll, Astrologie schon in Kinderbüchern unterzubringen. Oha, das ist aber schon lange her. Da hast du aber ganz schön gewühlt, Axel. Ich habe einfach genommen, was so kam. Aber ja. Eben, wo gerade auch das Thema war, die verschiedenen Richtungen zusammenzubringen, das ist ja eben der Grund für den Verband. Da ist Kirsten auf ihrer Webseite eben sozusagen, da sieht man eben, dass Intuition und Pendeln eben neben Astrologie angeboten wird. Und da wäre sozusagen die Frage, hast du da eine scharfe Grenze? Also das heißt sozusagen, kann man entweder das eine oder das andere bei dir buchen? Oder eben sozusagen, wie ist das Verhältnis zwischen Intuition, Pendeln und Astrologie bei dir? Also der Pendel ist auf jeden Fall immer dabei, egal was ich jetzt mache bei Beratungen, außer jetzt bei Klangschalenmassage, also da geht es ja um was anderes oder Reiki, ne? Aber bei Kartenlegen oder Pendeln oder Astrologie ist das Pendel immer dabei, um nochmal so gezielt nachzufragen. Und beim Kartenlegen gucke ich auch immer ins Horoskop, wenn derjenige seine Geburtsdaten weiß. Mhm. Weil die Antworten, die kann ich sowohl in der Astrologie finden, als auch in den Karten. Mhm. Ja, und das finde ich dann eben spannend, dass diese Symbolsprachen, im Endeffekt ist Kartenlegen auch eine Symbolsprache, dass diese Symbolsprache wirklich erlernt werden kann. Dafür haben wir ja unsere Ausbildungen und es eigentlich doch ein Handwerkszeug ist, was ich dann eben interpretiere und anwende und weitergeben kann. Ja. Und das bringt mich auf die Frage, wie also jetzt an alle euch vier, gibt es Verbindungen von euren Erstberufen zur Astrologie und eben sozusagen, dass man eben unterschiedliche Disziplinen miteinander sozusagen gleichzeitig ausübt? Oder eben wird da ganz genau getrennt, das war mein Vorleben und jetzt bin ich Astrologe? Bei mir gibt es da keine Verbindung. Ah, okay. Also bei mir gibt es die Verbindung, dass man
in der Astrologie mit kryptischen Zeichen arbeitet und ich vorher Chinesisch studiert habe und die Zeichen sind ja auch eher kryptisch. Davor habe ich eine Ausbildung gemacht im EDV-Bereich, also ich habe programmiert. Ja, okay, also das Entschlüsseln und Übersetzen, Sprache, ich finde, das trifft auch oftmals sehr gut zu auf die Astrologie, dass wir sozusagen eine Symbolsprache übersetzen in etwas, was der Mensch dann, dem wir gegenüber haben, hoffentlich gut verstehen kann. Aber ansonsten wäre jetzt, also das wäre sozusagen die Schnittmenge, die ich beim konkret meinen Sachen sehe. Was mir noch eingefallen ist zu dem, was Kirsten gerade gesagt hat, ist ganz spannend. Ja, viele von uns arbeiten ja wirklich mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen, Ansätzen. Ich fand es spannend, Wolfgang, du sagtest gerade diese Planung, das Symposium, Birgit hat das hier in den Chat geschrieben, VDA-Symposium findet live statt, dass das um Medizin geht. Es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen, die im medizinischen Bereich tätig sind. Und da auch verbinden und kombinieren. Und ich glaube, es ist immer wichtig, auch für Außenstehende vielleicht auch nochmal zu verstehen, dass die Astrologie ein Werkzeug ist, was für sich alleine gut stehen kann. Und das heißt überhaupt nicht, also ich lege zum Beispiel keine Karten, ich habe gar keine Ahnung vom Kartenlegen. Das geht ganz wunderbar, Astrologe zu sein, auch ohne Karten legen. Und es geht aber gleichermaßen wunderbar. Viele Kollegen und Kolleginnen arbeiten ja mit Karten oder mit auch anderen Möglichkeiten noch dazu. Das war übrigens auch, also sozusagen, als ich gesehen habe, dass ein Partnerverband von uns der Tarotverband ist, habe ich zunächst erst einmal geschluckt, ne, sozusagen, weil für mich eben das so wie, ja, das ist doch was ganz anderes, ne, so und irgendwie sozusagen scheint mir das Tarot sozusagen etwas beliebiger zu sein und deswegen hätte ich es sozusagen in meinem Einzelverstand eben lieber sozusagen etwas separiert gehabt, ne, sozusagen, oh, mit denen möchte ich nicht in einen Topf geschmissen werden und so. Aber eben der Punkt von dem Verband, finde ich eben auch, ist genau dieses eben sozusagen Respekt zu haben vor demjenigen, der die Welt anders sieht und der eben andere Dinge benutzt und dann eben einfach zu sagen, ja, es kann alles unter einem Dach sein. Genau. Ja, genau. Das haben wir ja alle zumal der Astrologie gelernt, ne, dass ja, genau. Jeder sein eigenes Horoskop hat und jeder Respekt verdient und dass wir das alle entsprechend würdigen sollten. Ne? No. Auf den Kongressen laden wir ja auch die unterschiedlichsten Moderatoren bzw. Referenten ein, Entschuldigung, die auch unterschiedliche Richtungen haben. Ne? Zum Beispiel haben wir die klassische Astrologie, die psychologische, dann die vedische, dann gibt es ja auch, wie gesagt, da über die Mondzeichen und dergleichen, sodass also die Vielfalt der Astrologie, es gibt ja nicht nur die eine Astrologie, sondern die Astrologie ist breit gefächert und dass wir unseren Mitgliedern und unseren Interessierten das alles zur Verfügung stellen, das wählen wir dann aus den ganzen Anmeldungen für den Kongress aus, sodass das auch schön gemischt wird. Ja, ja. Wolfgang, auf deiner Webseite steht zu lesen, dass du bist ein richtiger Doktor, ja, so ganz akademisch, und eben hast in einem großen Betrieb gearbeitet, also so richtig mit Geld verdienen und so. Hast du da den Eindruck von, sozusagen, es gibt da eine scharfe Grenze oder eben sozusagen ist es alles eins? Ja, also ich habe meinen Doktor in Pharmazie gemacht. Ich bin also Apotheker und habe da auch promoviert, dann habe ich auch noch ein Diplom Betriebswirt abgelegt und war meisten Jahre in einem Schering-Konzern in leitender Stellung und habe versucht, dass wir vernünftige Pillen und Tabletten unter die Leute kriegen und ich war hauptsächlich in der Produktion und in der Qualitätssicherung tätig. Von daher habe ich schon mal mitbekommen, wie so große Unternehmen funktionieren und auch gelenkt werden. Mhm. Aber ich habe auch schon die ganze Zeit krampfhaft überlegt, wie ich die Brücke jetzt zu der Astrologie hinkriege, aber ein ganz toller ist mir nicht eingefallen, außer dass der Apotheker ja auch mit Pflanzen, die wir bestimmten Planeten zuordnen, zu tun hat und ich noch damals auch ein Herbarium in meiner Ausbildung anlegen musste mit
150 Pflanzen und von daher, wow. Das wäre so die ganze kleine Brücke, die ich krampfhaft erstelle. Nein, es ist einfach bei mir, wie ich es am Anfang sagte, das große Interesse am Himmel, an den Sternen, die Faszination, die einen ja immer ergreift, wenn man nachts am raufschaut und die ganzen Himmelkörper sieht, das ist mit so der wichtigste Weg gewesen zu meiner Astrologie. Ja. Ja, und dann muss ich Franziska noch fragen nach dem Bild von Astrologie in China. So, man kann bei dir eben lesen, dass du 10 Jahre in China verbracht hast. Sozusagen, wir wissen, dass es die chinesische Astrologie gibt, aber eben sozusagen, wie ist es in der chinesischen Gesellschaft um die Astrologie bestellt? Das ist eine ganz spannende Frage. In den 90er Jahren, als ich in China gelebt habe, habe ich keine Ahnung von Astrologie gehabt. Das habe ich also da nicht erforscht. Aber nachdem ich angefangen habe, mich mit Astrologie intensiv zu befassen, war ich dann auch nochmal in China. Und seit den 90er Jahren bis jetzt hat sich in China insgesamt, jetzt unabhängig von Astrologie, sehr viel verändert. China ist ja ein sozialistischer Staat und das war ganz lange höchst verpönt. Überhaupt etwas Übernatürliches oder Metaphysisches, sich mit solchen Themen zu befassen. Ich war in der Zeit selber sehr, sehr religiös. Also insofern ist das vielleicht eine Schnittstelle, wo man sagen könnte, das wäre eine ähnliche Annahme. Aber seit einigen Jahren mittlerweile hat sich China und die chinesische Gesellschaft sehr viel mehr geöffnet. Und es gibt so ein Wiederaufleben von alten kulturellen Besonderheiten. Also man findet in vielen Einzelhandelsgeschäften dann irgendwo so einen kleinen Altar, wo Räucherstäbchen sind oder wo solche Sachen da eine Rolle spielen. Und auch die Astrologie, so das kriege ich mit, die spielt eine Rolle, da gibt es eine gewisse Offenheit. Und wie weit sie verbreitet ist, also ich sag mal so das Stichwort Feng Shui, so spricht man es hier oftmals aus, Feng Shui wäre es auf Chinesisch korrekter, das ist die chinesische Geomantie, die auch ganz eng verknüpft ist mit einer chinesischen Form der Astrologie. Aber es gibt eine große Offenheit, ein großes Interesse an westlicher Astrologie im Moment auch in China, also es gibt einen ziemlichen Hype. Sehr schön. Ich muss jetzt einfach einen ganz platten Wortwitz sagen. Franziska ist diejenige unter uns, die wirklich fachchinesisch. Stimmt, kann ich. Claudia, bei dir ist also sozusagen jetzt ist mir aufgefallen, eben bei dir findet man keine eigene Webseite, aber auf der Astrologenverbandswebseite gibt es ja eben ganz viele Adressteilchen, ne, sozusagen, wo jeder, der im Astrologenverband, das weiß ich gar nicht, muss man geprüft sein oder wofür genau? Also um eben jetzt seine Kontaktdaten dort auf der Astrologenseite zu finden. Also es gibt da ja eine Suchfunktion, ne, wo Deutschland so schön eingekreist ist und man kann dann auf das einzelne Bundesland klicken und dann findet man eben die Astrologen so und da findet man dich ja auch. So. Genau. Nein, geprüft sein musst du nicht. Es ist wichtig, dass du dich zum Berufsgelöbnis bekennst des Deutschen Astrologenverbandes. Wir achten darauf, dass diejenigen, die sich dort als Beraterinnen und Berater vorstellen, eben auch etwas über ihre Ausbildung erklären und auch über das, was sie eben womit sie den Klienten beraten möchten, eben Spezialitäten oder solche Dinge, was sie eben für eine Ausbildung haben und was sie eben mitbringen für den Klienten. Das ist das, was jedem Mitglied frei, ja? Das steht jedem Mitglied frei, das ist richtig. Wunderbar. Ja. Das ist ein richtiger Mehrwert, den die auf jeden Fall hat. Ja. Ja. Und ich fand auch noch, also sozusagen, man kann sich auch beraten lassen also wenn man eine eigene Praxis eröffnen möchte. Ja, das ist richtig. Es gibt, jetzt muss ich direkt mal schauen, warte mal, ich gehe jetzt mal hier gerade auf die Verbandsseite. Wo haben wir das? Unter Angebote, glaube ich, ist es. Jetzt lasse ich mal gucken. Irgendwo.
Wo haben wir das stehen? Genau, dass du, wenn du Mitglied bist und du möchtest beraten, dann kannst du dich und möchtest eine Beratungspraxis eröffnen, kannst du dich coachen lassen. Genau, und zwar, genau, kostenfreies Coaching. Das sind Mitglieder, die sich als Coaches zur Verfügung stellen, zum Beispiel auch unser Wolfgang. Und die kann man ansprechen, wenn man, wie gesagt, eine Beratungspraxis eröffnen möchte und dafür noch ein bisschen halt Beratung haben möchte und braucht. Und das Ganze ist kostenfrei für Mitglieder. Sehr schön. Um sich eben mit der Astrologie beruflich selbstständig zu machen. Ja, ja. Noch ein Grund, um in den Verband einzutreten. Ja, absolut. Na, wo sind sie eigentlich alle? Hast du im Chat noch irgendwelche, sozusagen, gibt es Fragen aus dem Chat oder so? Nein, im Moment gibt es keine Fragen. Es gibt freundliche Grüße, da sind ein paar Leute da. Und Birgit hatte halt auf das VDA-Symposium hingewiesen, dass es live stattfindet. Also ich nehme mal an, sie meinte, dass es geplant ist, dass... Ja, ja, das habe ich ja gesagt, aber... Sie hofft, dass es auch so bleibt bis zum Sommer. Genau, das. Wir hoffen das alle. Dann sind wir auf den Umweg auf die Glaskugel gekommen, die da gerade nicht so poliert ist. Wolfgang, finden denn deine Vollmondabende derzeit statt? Nein. Nein. Dieses Jahr haben wir keinen gemacht. Nächstes Jahr wollen wir wieder starten, aber wir machen ja immer zu Vollmond, wie der Name sagt, einen Treffen für Astrologie-Interessierte dieser Gegend hier. Und in Mecklenburg-Vorpommern ist sicherlich eine Gegend, in der Astrologie noch ein bisschen ein Fremdwort ist, sage ich mal vorsichtig. Oder vielleicht auch Diaspora, kann man sagen, astrologische Diaspora. Aber wir haben einen guten Zuspruch und eine sehr nette Abende schon gehabt mit vielen Interessierten und Austausch. Und ich glaube, inzwischen werden sich die hier, die immer wieder kommen, auch freuen, wenn wir das mal nächstes Jahr wieder aufnehmen. Großartig. Okay. Ja, habt ihr noch sozusagen etwas ganz Dringendes, was unter die Leute muss? Als Information der... Instagram-Kanal ist gefallen, wir haben den Newsletter besprochen, natürlich sollen alle auf die Webseite gehen und den Newsletter bestellen, alle sollen auf die Facebook-Seite gehen und sie abonnieren. Und liken. Was vielleicht noch wichtig zu sagen ist, was so der Verband, was den Verband vielleicht ausmacht auch, gerade wenn man sich auf Kongressen trifft, es ist wie eine große Familie. Die Astrologen treffen sich miteinander und unterhalten sich und es ist wirklich wie ein Familientreffen und das ist immer wieder sehr, sehr schön. Gut, dass du sagst, man könnte auch noch sagen, dass man die Inhalte des diesjährigen Online-Kongresses kann man als Videos noch kaufen zum gleichen Preis, wie wenn man beim Online-Kongress dabei gewesen wäre. Dafür muss man sich bei der Geschäftsstelle bei Birgit Lummer in Lippstadt melden. Das ist korrekt, aber um das gleich noch zu sagen, Axel, nicht die einzelnen Videos können gekauft werden, sondern nur die einzelnen Tage. Die einzelnen Tage, entweder nur einen Tag, entweder den Freitag, den Samstag oder den Sonntag oder auch zwei Tage, beziehungsweise auch alle drei. Also es geht nur tageweise. Also genauso eigentlich wie wenn man es online gebucht hätte. Ganz genau, ja. Mhm. Ja. Zu den gleichen Konditionen. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Ja, großartig. Ja. Dann danke ich euch vielen. Ja, auch dir danke, Axel. Ja, die nette Moderation. Ich habe mich jetzt hier nicht wie auf dem heißen Stuhl gefühlt, sondern hat gerückt. Das wäre auch schade um die Bücher gewesen, wenn sie alle verbrannt worden wären. Ja, vielleicht wollen wir noch eine Ankündigung machen demnächst. Wir haben zwar noch keinen konkreten Termin, aber geplant ist ja, also jetzt haben wir ja hier alle vorgestellt, die im Vorstand sind.
Und magst du ankündigen? So, ja, natürlich, genau. Also wir haben noch im Kopf, dass wir eben die weiteren Organe des Vereins, der Verein ist ja nicht mit dem Vorstand getan, sondern es gibt noch eine Ausbildungskommission und es gibt noch eine Prüfungskommission und dann gibt es eben auch noch die Ausbildungszentren, für die die Ausbildungskommission zuständig ist und sowas. Und wir haben im Kopf, dass wir eben ähnliche Talks halt für verschiedene Bereiche des Verbandes auch noch auf die Beine stellen wollen. Sehr schön. Und wir freuen uns natürlich auch auf Impulse, auf Anregungen von allen, die interessiert und geneigt sind. Gerne. Ach, Axel. Genau, das war das auch noch ein Inhalt vom neuen Newsletter, war ja auch, dass wir aufrufen zu Mitarbeit für den neuen Instagram-Account. Also das heißt, wenn man auf den Newsletter geht und den bestellt, dann findet man da einen Unterpunkt, wo das Social-Media-Team aufruft, dass man den neuen Instagram-Kanal des Astrologenverbandes mithilft, mit Inhalt zu bestücken ab Januar. Jawohl, ja. Und damit sich selber ja auch wiederum sichtbar macht. Ne? Also es gibt die Möglichkeit, die tolle auf der Website, sich als Astrologe sichtbar zu machen. Und das funktioniert auch. Also es gibt ja Resonanz darauf. Es lohnt sich, also ich finde schon, es lohnt sich, im Verband zu sein, jenseits der tollen, spannenden Leute, die man hier trifft. Und es ist auch so schön zu sehen, also es lohnt sich sowohl, wenn man einfach nur interessiertes Mitglied ist und überhaupt keine Webseite hat, oder wenn man sozusagen jemand ist ohne Webseite, aber trotzdem doll mitarbeitet, wie Claudia, oder wenn man halt seinen gesamten Lebensunterhalt mit der Astrologie bestreitet und wo es dann einfach ganz natürlich ist, dass man im Verband ist. Also es gibt alle möglichen Gründe, um im Verband zu sein. Absolut. Ja. Wollt ihr noch auf die Adventstürchen hinweisen? Ja, es gibt einen Adventskalender. Kirsten, sag doch noch mal mehr. Ja, der Vorstand und das Social Media oder die Idee kam ja von euch, ne, dass vielleicht in diesem Jahr erstmalig ein Adventskalender gestaltet wird und zwar eben durch uns in Form von Sprüchen oder Videos oder dergleichen mehr, so dass man eben jeden Tag ein Türchen aufmachen kann und dann gestaltet sich der Tag sofort besser. Ja, also um den Mitarbeitenden der vorigen Jahre recht zu tun, muss ich sagen, es ist nicht das erste Mal, sondern da haben sich eben, das war glaube ich nur letztes Jahr nicht, aber eben es gab schon mal Adventskalender. Ja, das ist korrekt. Genau, aber eben dieses Jahr wird es wieder einen Adventskalender geben ab dem 1. Dezember. Super. Ich bin mal gespannt, ob hinter irgendeinem Türchen ein Ständchen zu finden ist. Darüber gesprochen wurde ja schon. Es gab schon Angebote. Okay. Gibt es schon die Verbandssektion Gesang? Ah, gute Idee. Astrologie und Musik. Das wäre doch nochmal ein Symposiumsthema, ne? Astrologie ja. und Musik. Darüber habe ich ein Buch gelesen, genau, von Andreas Bunkale. Ja, also geben gibt's. Ja. Genau. Absolut. Ja, danke dir, Axel. War super. Ja, vielen Dank, Axel. Danke ja. schön. Danke. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Tschüss. Abend. Einen genau, noch einen. Tschüss. Tschüss.